So, herzlich willkommen bei Wissenslust. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ich hoffe, ich kann heute gut anknüpfen an das Thema Epstein-Barr-Virus. Wir hatten ja vorher, oder ich hatte ja vorher von dem pfeifrischen Drüsenfieber erzählt. Es gibt also beim Epstein-Barr-Virus sehr viele verschiedene Arten, aber ich wollte jetzt mal, falls jemand gerade natürlich betroffen ist, von dem pfeifrischen Drüsenfieber oder vom Epstein-Barr-Virus, habe ich gedacht, ach komm, dann beginnen wir doch mal, wie kann man denn den Epstein-Barr-Virus kurieren und machen die verschiedenen Arten noch mal wann anders. Denn sonst wäre es ja schade und jemand wartet drauf. Also Anthony William, ihr seht das Buch, Medical Medicine, sagt, das Epstein-Barr-Virus kurieren. Weil es so leicht zu bekommen und so schwer nachzuweisen ist, weil es so viele Symptome nach sich zieht, werden Sie wahrscheinlich allein den Gedanken an das Epstein-Barr-Virus und seine Folgen ganz grauenhaft und auch beängstigend finden. Die gute Nachricht lautet jedoch, wenn Sie geduldig und sorgsam den Schritten in diesem Abschnitt und in Teil 4 folgen, dann können Sie wieder gesund werden. Sie können Ihr Immunsystem noch einmal ankurbeln, sich von EBV befreien, Ihren Körper erneuern, die Kontrolle über Ihre Gesundheit erlangen und Ihr Leben genießen. Wie lang das im Einzelnen allerdings dauert, das hängt von individuellen und weiteren Einzelfaktoren ab. Manche besiegen das Virus in gerade mal 3 Monaten, doch wahrscheinlich ist ein Zeitraum von einem Jahr. Dann gibt es Menschen, die brauchen mehr als 1,5 Jahre, um EBV zu zerstören. Also, das liegt natürlich auch immer daran, wie gehe ich damit um. Also es gibt ja nun auch Menschen, die sagen von heute auf morgen, ich esse kein Fleisch mehr. Oder es gibt Menschen, die sagen von heute auf morgen, ich höre auf zu rauchen oder was auch immer. Und die ziehen dann so eine Kur, die das beinhaltet. Also der Anthony William gibt immer an, unter anderem, dass man morgen früh zum Beispiel seinen Körper reinigt, dass man eine Zitrone, so wie ich das in den anderen Videos mit dem Staudensellerie auch und Zitrone schon erwähnt habe, dass man den damit schon einmal reinigt. Also man gibt ihm die Möglichkeit. Und wir wissen ja, dass nachts bei uns viel lauert. Ne? Also auch im Speichel habe ich ja auch erzählt gehabt, morgen früh solltet ihr erstmal den Mund gut ausgurgeln mit Wasser oder Öl. Manche machen Ölziehen und ich mache morgen früh immer als erstes einen Schluck Wasser im Mund, bevor ich auf die Toilette gehe und dann gurgle ich die ganze Zeit. Und nach dem Toilettengang spücke ich das aus. Und da glaube ich, habe ich ganz viel schon nach außen gegeben. So, also Nahrungsmittel, die gesund machen. Ihr wisst, es ist ja, es geht nicht um eine Diät, aber wer schon mal eine Diät oder eine Nahrungsumstellung gemacht hat, der weiß, wie schwierig das im Großen und Ganzen ist. Obwohl wir ja immer essen müssen, können wir doch gleich das Richtige essen. Aber alles hat so seine Zeit und dann lattern wir mal wieder. Das ist auch mit allem anderen. Man kauft sich was Tolles, man will es unbedingt haben und irgendwann liegt es doof in der Ecke, bis es einem vielleicht mal wieder einfällt. Und das ist auch oft so mit gesunder Ernährung. Das geht einem selber immer mal so, das wisst ihr. Und hier geht es nicht um Dogmen, sondern dieser Anthony William sagt immer, schaut mal, was bei euch reinpasst, was könnt ihr verändern. Ja, also achtet aber auf gewisse Nahrungsmittel. So, Nahrungsmittel, die gesund machen. Bestimmte Früchte und Gemüse können sie dabei unterstützen, sich von EBV und seinen Folgen zu befreien. Die besten sind, so hat er es jetzt nach Bedeutsamkeit hier aufgelistet. Versuchen Sie jeden Tag mindestens 3 von ihnen zu verzehren. Je mehr, desto besser. Wobei sie abwechseln sollten, damit sie innerhalb von 1 oder 2 Wochen alle einmal durchhaben. Da geht es einmal um wilde Blaubeeren, denn sie sind gut für die Erneuerung des zentralen Nervensystems und spülen EBV-Neurotoxine aus der Leber. Wilde Blaubeeren, das meint er wild, aber auch damit, das könnt ihr sehen, die Kulturheidelbeeren, die ihr kauft, wenn ihr die aufschneidet, dann sind die innen drin weiß. Die wilden Heidelbeeren, die sind innen drinne blau und haben dann natürlich noch diesen ganzen Saft und Kraft drin, was man zusätzlich braucht. Aber wenn man jetzt keine wilden bekommt, ist besser, die anderen zu nehmen wie gar keine. Und er sagt auch nicht immer nur die frischen, sondern man kann auch tiefgefrorene nehmen. Also da müsst ihr mal gucken. Also in den Lebensmittelläden schaut mal, man hat oft Glück. So, dann kommt er hier zu Sellerie. Sellerie erhöht den Salzsäureanteil im Darm und versorgt das zentrale Nervensystem mit Mineralsalzen. Also da sind wir wieder, ne? Wir brauchen von allem etwas. Dann sagt er Sprossen. Auch darüber mache ich nochmal ein extra Video. Bekommt man mittlerweile ja auch gut zu kaufen. Enthalten viel Zink und Selen. Wirken immunstärkend gegen EBV. Spargel reinigt Leber und Milz.
stärkt die Bauchspeicheldrüse. Spinat schafft eine basische Umgebung im Körper und versorgt das Nervensystem mit sehr gut aufnehmbaren Mikronährstoffen. Korianderblätter entsorgen Schwermetalle wie Quecksilber und Blei, die Lieblingsnahrung von EBV. Und da auch müsst ihr wieder aufpassen. Also Koriander hat ja so eine bestimmte Geschmacksrichtung. Sehr gut, aber nicht, dass ihr ja da jetzt anfangt und zum Beispiel und esst sehr viel von den Korianderblättern oder presst sie euch aus. Die schaffen so viel von gerade diesen Schwermetallen wie Quecksilber und Blei und so weiter rauszuholen, dass man aufpassen muss. Es wird dann also gelöst, aber das kann wirklich sehr schwierig werden mit Wahnsinnskopfschmerzen und vielen anderen Sachen, sodass du dich wirklich down fühlst und denkst, nee, das esse ich ja nie wieder. Also da ist dann wieder so, dass auch man sagt, da braucht man die Chlorella zu und Stoffe, die noch helfen, dass diese Schwermetalle eben auch ausgespült werden, damit der Körper es schafft, die auch hinauszugeben. Also immer ein bisschen gucken und immer ein bisschen googeln können wir ja. Dann haben wir unsere gute Petersilie. Sie entsorgt Kupfer und Aluminium, die EBV ernähren. Also wenn man jetzt wieder bedenkt, ne, man sagt ja, Aluminium reichert sich überall an, auch im Kopf, dann ist es auch wieder eine gute Sache, ne? Aluminium, habe ich euch gesagt in einem Video, wo es ging um Salz. Aluminium ist also, wenn ein Salz rieselfähig gemacht wird, dann wird da oft Aluminium zugenommen, unter anderem. Also Kokosöl wirkt antiviral und entzündungshemmend. Knoblauch wirkt antiviral und antibakteriell, wirkt gegen EBV. Ingwer verbessert die Nahrungsaufnahme und lindert Krämpfe, die mit EBV in Zusammenhang stehen. Himbeeren sind reich an Antioxidantien, die freie Radikale in den Organen und im Blut neutralisieren. Jetzt kommen wir mal zu unserem grünen Salat, wo viele sagen, ja, da ist ja gar nichts drin, brauchen wir nicht. Er regt die Darmperistaltik an und hilft die Leber von EBV zu befreien. Also ich glaube, das hat uns noch kein Mensch gesagt, oder? Also wer kann, sollte sich vielleicht im Sommer seinen Salat wirklich selber anbauen oder schauen, wo bekomme ich ihn gut her. Jedenfalls ist unser grüner Salat doch mehr wert, wie manche denken. Jetzt kommen wir zur Papaya. Sie regeneriert das Zentralnervensystem, fördert den Salzsäureanteil im Darm. Aprikosen stärken die Immunfunktion, sind auch blutbildend. Granatäpfel wirken entgiftend sowie blut- und lymphreinigend, habe ich auch Videos zu gemacht. Grapefruit sind eine Quelle für Bioflavonoide und Calcium, um das Immunsystem zu stärken, wirken entgiftend. Grünkohl, gerade unsere Zeit im Moment, enthält spezifische Alkaloide, die gegen Viren und EBV schützen. Süßkartoffeln reinigen und entgiften die Leber von EBV-Nebenprodukten und von Giften. Gurken stärken die Nebennieren und Nieren, schwemmen Neurotoxine aus dem Blut. Fenchel hat stark antivirale Eigenschaften und wehrt EBV ab. So, nun sagt er, es gibt auch Heilkräuter und Nahrungsergänzungen. Die folgenden Kräuter und Nahrungsergänzungen in der losen Reihenfolge ihrer Bedeutung sind ebenfalls immunstärkend und helfen ihrem Körper von den Folgen einer Viruserkrankung zu genesen. Da ist die Katzenkralle, auch dazu habe ich ein Video gemacht, ist ein Kraut, das EBV und die Verursacher von Co-Infektionen wie Streptococcus A und B vermindert. Kolloidales Silber senkt die EBV-Viruslast. Da bin ich froh, dass meine Schwester Kolloidales selber herstellt und ich mir das immer holen kann. Zink stärkt das Immunsystem und schützt die Schilddrüse vor EBV-Entzündung. Vitamin B12, Methylcobalamin stärkt das Zentralnervensystem. Die Süßholzwurzel senkt EBV-Produktion und stärkt Nieren und Nebennieren. Die Zitronenmelisse wirkt antiviral und antibakteriell, tötet EBV-Zellen ab und stärkt das Immunsystem. Das habe ich damals einer guten Bekannten empfohlen, die auch ganz stark befallen war von dem EBV-Virus. Und da ist es wirklich wichtig, auch morgen früh ist immer wieder dieses Zitronenwasser zu trinken. Kann man ja auch lauwarm trinken oder wärmer in der Zeit jetzt. Zitronenmelisse-Tee sich zu kochen. Vielleicht, es gibt natürlich Unterschiede im reinen ätherischen Zitronenmelisse-Bereich. Also ihr müsst immer gucken, ein richtiges, reines ätherisches Zitronenmelisse, das kostet schon einen Haufen Geld. Aber man sollte sich das wert sein oder schauen eben, was kann ich denn nehmen? Also ich habe zum Beispiel gesehen, dass es einen guten Zitronenmelisse-Tee gibt beim Rossmann.
Ja, bestimmt auch noch irgendwo anders, aber da habe ich ihn eben entdeckt und da ist er lose und dann kann man sich das wunderbar einteilen und kochen. Und da gibt es halt auch noch ein paar andere Sachen. Also die Zitronenmelisse hat tolle Sachen und ich bin der Meinung, da habe ich auch einen Film zugedreht. Wenn nicht, muss ich mal nachgucken, weiß ich schon gar nicht mehr, muss ich das, glaube ich, ganz schnell nachholen. Jedenfalls, wann immer ihr etwas braucht, was antiviral und antibakteriell sein soll, tötet EBV-Zellen ab und stärkt das Immunsystem, dann denkt an unsere gute Zitronenmelisse. Und die gibt es ja jetzt bald wieder überall in Töpfen zu kaufen. Und vielleicht habt ihr eine Möglichkeit, auf dem Balkon oder im Garten euch ein großes Feld an Zitronenmelisse anzubauen. Und dann wisst ihr ja wofür. Ich habe ja eine Freundin und die kann auch selber dieses ätherische Öl dann machen, ne? Beziehungsweise einen Auszug. Das finde ich ja ganz großartig. Und der hatte ich das damals auch erzählt. Liebe Grüße. Dann haben wir noch Selen stärkt und schützt das Zentralnervensystem. Nur mal so viel: Selen wird bei den Ärzten, also im Labor, nicht einfach so untersucht. Das muss man meistens auch bezahlen. Ja, also fragt einfach mal nach. Die rote Meeresalge wirkt stark antiviral, entfernt Schwermetalle wie Quecksilber und reduziert die Viruslast. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, aber die Meeresalgen, die Meere sind alle vergiftet. Also es ist einfach so, dass die Meeresalgen in diesem Fall überhaupt, dass die das Gift, was sie eventuell in sich tragen, nicht abgeben. Aber sie sind in der Lage, uns ganz viel zu geben und nehmen bei uns diese Gifte mit hinaus, das Quecksilber. Also das heißt, die tun so viel Gutes für uns und da brauchen wir uns dann nicht irgendwie, ja, aber das Meer ist ganz fürchterlich krank, logisch, was so da ist. Aber die Algen schaffen es einfach, uns dadurch trotzdem noch gesund zu machen, ja, weil sie uns diese ganzen Toxine mit rausnehmen. L-Lysin senkt die EBV-Last und wirkt entzündungshemmend auf das Zentralnervensystem. Spirulina, vorzugsweise aus Hawaii, regeneriert das Zentralnervensystem und eliminiert Schwermetalle. Also Chlorella hatte ich vorher erzählt gehabt, Spirulina eben auch. Ester C stärkt das Immunsystem und schwemmt EBV-Toxine aus der Leber. Die Brennnessel, hatte ich auch ein Video gemacht schon, ne? Enthält wichtige Mikronährstoffe für Gehirn, Blut und Zentralnervensystem. Monolaurin wirkt antiviral, vermindert EBV-Last und Erreger von Sekundärinfektionen. Holunderbeeren wirken antiviral und sind immunstärkend. Da müsst ihr gucken, weil das Einzige, was wir nicht immer und immer wieder bekommen können, guckt mal, wir bekommen zu allen möglichen Jahreszeiten alles immer dasselbe. Aber unsere Holunderbeeren, die bekommen wir doch wirklich nur, wenn sie frisch wären, ne? Also da, wo wir wohnen, also mehr im Norden oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob im Süden überall auch Holunderbeeren wachsen. Jedenfalls von da bekommen wir eigentlich keine. Also immer schön gucken, Holunderbeeren. Also ich habe natürlich auch Holunder in meinem Garten. Dann haben wir den Rotklee, reinigt die Leber, das Lymphsystem und Milz von Neurotoxinen des EBV. Man sagt auch, wenn man in den Wechseljahren ist und diese ganzen Wallungen dann kommen, dass auch, da sagt der Anthony Williams, das hat auch ganz viel mit den Toxinen zu tun, weil ja das Blut nicht mehr gereinigt wird, beziehungsweise wir eben Blut verlieren, wo alles mit rausgeht, wenn wir unsere Periode haben. Das hört nun auf und jetzt muss der Körper sehen, wie gehe ich damit um. Und das fand ich auch ganz interessant. Rotklee hilft uns also unter anderem, wir denken ja immer nur, es beruhigt. Also meistens denkt man, Rotklee beruhigt und gibt uns etwas, hilft uns einfach gut durch die Wechseljahre zu kommen. Also, es reinigt die Leber. Das sagt ja schon wieder ganz viel, ne? Das Lymphsystem, Milz und von Neurotoxinen, also die Milz von Neurotoxinen des EBV. Dann haben wir Sternanis, wirkt antiviral, trägt zur Zerstörung von EBV in Leber und Schilddrüse bei. Kurkumin ist ein Bestandteil von Kurkuma, stärkt das Hormonsystem und das Zentralnervensystem. Ja, das war jetzt ganz schön viel, ne? Das ist klar. Ich sage euch ja immer, die Bücher sind einfach fantastisch von ihm. Und man muss ja nicht alles glauben. Man kann ja recherchieren und gucken, aber zumindest sind das alles natürliche Dinge, die er uns rät. Da sind wir wieder bei den Mitteln zum Leben, die Lebensmittel. Und vielleicht sollten wir schauen, es ist ja ganz oft so in der Familie, dass ein Anteil überhaupt nicht solche Kräuter dann mag oder gewisse Sachen. Dann muss man sich vielleicht überlegen, ob man das selber für sich kocht bzw. dämpft. Und oder ob man sich wirklich mal so ein kleines, wie ich gezeigt habe im Staudensellerie-Filmchen,
dass man sich selber so eine kleine Auspressmaschine holt, die nur wirklich ein paar Euro kostet und damit sich dann eben selber vielleicht Säfte herstellt von vielen Dingen. Und ja, was sagt das? Also wie immer müssen wir selber für uns Sorge tragen, denn Antibiotika zum Beispiel lässt doch den EBV ziemlich lächeln und dann verschwinden die, sagt man, gehen die alle schön in die Organe. Und wenn du dann glaubst, das Antibiotika wäre raus, weil man dann 1, 2, 3 Wochen oder wie lange das Antibiotika nehmen muss, dann ist vielleicht auch nichts mehr festzustellen, ja, von dem EBV-Virus. Das erzähle ich euch dann nochmal. Aber das heißt noch lange nicht, dass er weg ist. Es ist ein Virus. Wie bei der Grippe, ein Virus. Also Antibiotika hilft dagegen überhaupt nicht. Wenn jetzt natürlich die Verbindung besteht mit diesem Streptokokkus, dann ist es wieder so eine Sache, dass man sagt, okay, dann wirkt es wenigstens bei dem Bakterikum. Aber wir haben ja Lebensmittel. Und das geht überall hin, das wird verstoffwechselt, das geht in die Blutbahn, das geht in jede Zelle. Und das dauert natürlich seine Zeit. Aber wir wollen ja eine ganze Zeit gut leben, oder? Also kann man immer mit einem bisschen beginnen. Ein bisschen ist immer besser wie gar nichts. Aber sein Immunsystem muss man stärken, damit man nicht von einer Krankheit oder einem Mangelzustand in den anderen kommt. So, das war es jetzt erstmal dazu. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich hoffe natürlich auch, du bist gesund. Und wenn nicht, dann hoffe ich, du wirst gesund. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.